Das Kind steht im Mittelpunkt und entwickelt seine Fähigkeiten aus dem, was es schon mitbringt. Ein Leitsatz der Waldorfpädagogik, die von Rudolf Steiner begründet wurde und an der Freien Waldorfschule Kleinmachnow praktiziert wird. Da wisst ihr, Aha, das kleine Mädchen, was bei den Zerdorfern Lotto gewohnt. Das ist wohl deine Tochter, oder? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Premiere von Les Miserables. Im vergangenen halben Jahr hat die 8. Klasse der Freien Waldorfschule Kleinmachnow an ihrer Bühnenversion von Victor Hugos Roman gearbeitet. Das Stück wurde eigentlich für die Klasse so zurechtgeschrieben. Wir haben den 700-Seiten-Roman von Victor Hugo als Grundlage gehabt und dann haben wir daraus das Stück gemacht, dass wir eigentlich jedem Schüler versuchen, gerecht zu werden, seinen Möglichkeiten entsprechend was zu spielen. Es geht um große Gegensätze, es geht um Elend und Glück, um diese großen Emotionen, Niederlage und dann doch irgendwie was zu finden, wo man gemeinsam mit auf einen Weg kommt. Und das ist für die 8. Klasse eigentlich das Thema. Revolution und trotzdem tiefe Emotionen. Ein Kuss auf der Bühne für 8-Klässler, das ist stark. Jeder Schüler hat mindestens 2 Rollen in dem Stück. Dazu kommen noch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel Kostüme basteln oder Kulissen bauen. Mit der sprichwörtlich wie buchstäblich großen Bühne kommen die Schüler der Waldorfschule schon sehr früh in Kontakt. Das Theater an unserer Waldorfschule hat einen großen Stellenwert, nicht nur in der 8. Klasse und in der 12. Klasse, wo große, abendfüllende Theaterstücke einstudiert werden mit den jeweiligen Klassen, sondern ab der 1. Klasse sind die Schüler praktisch alle 2-3 Monate auf der Bühne. Wir haben Monatsfeiern und das zieht sich eigentlich jedes Jahr durch. Kleine Spielchen, Fremdsprachenunterricht, immer ist das Theater hier in unserem schönen Festsaal auch im Mittelpunkt. Jeweils 2-mal pro Woche wurde geprobt, in der Endphase sogar täglich und ausschließlich. Viel Arbeit, aber den Schülern hat es Spaß gemacht. Also mir hat ganz doll gefallen, dass wir immer als Team gearbeitet haben. Also, dass wenn einer ein Problem hatte, dass eigentlich fast alle dann immer geholfen haben, den irgendwie zu trösten oder zu motivieren, weiterzumachen. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich finde auch, die Klasse hat dadurch eine richtig gute Klassengemeinschaft bekommen, weil einfach mal alle für alle da sein mussten und alle zusammenarbeiten, was wir halt davor noch gar nicht so richtig in so einem großen Projekt gemacht haben. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Also alle waren eigentlich von Anfang an, fieberten immer darauf, Theater zu spielen. Und natürlich in den Proben gab es dann Arbeit zu tun und die war auch anstrengend. Und eine 8. Klasse muss dann auch in Bewegung gebracht werden. In der Pubertät ist es, ja, was dafür zu tun, nicht so einfach. Aber jetzt am Ende haben sie gemerkt, wie schön es ist, da zu stehen und dann frei zu spielen. Auch die Eltern werden in die Projektarbeit einbezogen. Sie halfen beispielsweise beim Herstellen von Requisiten und Kulissen. An der Waldorfschule geht es gar nicht ohne Eltern. Wir versuchen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Lehrer und Eltern, zum Wohl der Schüler. Und das merkt man. Also wenn man die Kinder heute erlebt hat, wie die sich freuen und wenn man die Eltern im Hintergrund erlebt hat, zu sagen, ja, das tun wir für unsere Schüler, dann ist das Erfüllung genug für diese ganzen Strapazen. Zu den großen Helfern bei Les Miserables gehört Marie Schneider. Die professionelle Schauspielerin stand den Schülern in den vergangenen Wochen mit Rat und Tat zur Seite. Als es richtig losging, die heiße Phase, da hatten wir einen Probenplan und haben richtig straff, wie am Theater, gesagt, so und so, der und der zu der und der Zeit. Und dann hatten die da zu sein. Das war für manche auch schwer, zum richtigen Zeitpunkt einsatzbereit zu sein. Und dann hat man einfach angefangen. Also ich habe versucht am Anfang immer zu sagen, hab keine Angst, legt einfach mal los, macht Fehler und haut drauf. Und in den meisten Fällen hat man versucht, Energie reinzubringen und nicht Energie rauszunehmen. Schwer ist immer, wenn die erste Szene von einem kommt, dann auf die Bühne zu gehen und dann seinen ersten Text zu sagen. Wenn man das geschafft hat, dann ist man eigentlich drin. Ich dachte irgendwie, dass ich irgendwie zu leise rede oder meinen Text vergesse oder so, aber dann ging es eigentlich. Wenn man in dem Moment, wo man auf der Bühne war, war es dann gar nicht so schlimm. Ich fand, vor allem davor hatte man irgendwie Angst, wenn man noch hinter der Bühne stand. Und dann dachte man, okay, jetzt muss ich gleich raus. Aber wenn man dann vor der Bühne war, also auf der Bühne, dann ging es total gut. Diese Briefe, die werden uns noch ein Vermögen einbringen. Irgendwann wird es auffallen, dass es immer dieselbe Person ist, die die Bettelbriefe schreibt. Nur unter anderem Namen. Ich schicke Eponin zu den Leuten. Die kann jeden Tag anders aussehen. Das erkennt kein Mensch. Und sie kann einen schönen, jämmerlichen Eindruck hinterlassen. Wir hätten genauso gut immer treu sein können. Und dem Nest? Ich wollte doch etwas von der Welt zeigen, mein Täubchen. Du bist genauso undankbar wie deine Mutter.
Ja, ja, rede du nur. An wen hast du noch geschrieben? Gerade gestern wieder an den wohltätigen Herrn vom Kloster Saint-Jacques. Unterschrieben habe ich mit dem Namen Pavantou, dramatischer Künstler. Der ins Elend geratene Schauspieler ist meine Lieblingsrolle. Noch vor Jean-Claude, dem schwindsigen Schriftsteller. Bei dem wohltätigen Herrn aus Saint-Jacques war ich doch jetzt schon zweimal. Ja, und er war äußerst spendabel. Und da muss ich jetzt nochmal hin? Nein, er wird heute hierher kommen. In diese Bruchbude? Bist du verrückt, Mann? Das ist es doch gerade. Wenn er sieht, wie wir hier hausen, wird er vor Mitleid überfließen. Und dann muss es ihm sein Geld wollen. Sag nicht, ich hätte keine Ahnung, wie man hier zu Geld kommt. Du bist unmöglich, Papa. Halt's Maul. Reches Ding. Ich klaus den Leuten wenigstens nicht aus der Tasche, wie du und dein Bruder davon. Solange sie sich nicht erwischen lassen. Übrigens. Bei der Arbeit auf der Bühne können die Schüler vor allem lernen, im Team zu arbeiten, vor Publikum zu sprechen und sich auf andere zu verlassen. Marie Schneider gefällt vor allem, welches Engagement von ihnen an den Tag gelegt wurde. Es gibt viele, die haben einen wirklich dann auch sehr spät erst wirklich verblüfft. Also es gibt einige, die haben lange gebraucht, aber spätestens jetzt in den Endproben waren eigentlich so gut wie alle in einer Weise dabei, was ganz, ganz toll ist. Also das hat verschiedene Zeitläufe gebraucht, aber im Endeffekt war jeder dabei und jeder engagiert und jeder hatte da seinen Job und seine Aufgabe und ich bin ganz begeistert. Ich finde, die sind wirklich toll eingestiegen und haben, glaube ich, jetzt auch Spaß dran, so scheint es mir.